Willkommen, liebe Anleger, zum BXWISTV Marktupdate hier in der Woche vor Ostern. Letzte Woche, da haben wir erneut steigende Kurse gesehen. Am Freitag gab es einen Schlusssport in Amerika, der den Dow Jones auf über 33.000 Zähler gehievt hat. Und beim S&P 500 und beim Nasdaq haben auch nur wenige Zähler gefehlt für die 4.000 bzw. 13.000. Die Gründe dafür waren gute Konjunkturdaten. Die haben zum einen auf doch moderateren Inflationsdruck hingewiesen und zum anderen auf eine sehr gute Konsumentenstimmung. Beispielsweise ist der Index der Uni Michigan zur Verbraucherstimmung auf den höchsten Wert seit einem Jahr geklettert. Präsident Biden, der möchte sein Impfziel noch verdoppelt sehen. Und zwar sollen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 200 Millionen Dosen gespritzt werden. Beim DAX, da gab es noch positive Daten vom IFO-Institut. Es gab einen überraschend deutlichen Anstieg bei der Beurteilung der aktuellen Lage und bei den Geschäftsaussichten. Ja, und auch der SMI, der konnte zulegen auf rund 11.115 Zähler und damit ist das Allzeithoch von 11.270 in greifbarer Nähe. Aktuell präsentiert sich der SMI in der Vorosterwoche stabil. Beim DAX, da ist man sogar in Rekordlaune. Die Nachricht, dass das Schiff im Suezkanal freigelegt werden konnte, die hat am Markt für Freude gesorgt. Und für Kursfantasie sorgt die Nachricht, dass in Amerika bereits an einem weiteren 3 Billionen schweren Konjunkturpaket gefeilt wird. Wenig Freude dagegen haben die Anteilseigner der Credit Suisse. Der Kurs ist heute stark unter Druck. Zweistellige Minuszeichen sehen wir hier. Der Grund sind die Zwangsverkäufe beim US-Hedgefonds Archegos Capital. Und laut Medienberichten sind ja noch weitere Institute betroffen, darunter die Deutsche Bank, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Und das japanische Haus Nomura hat heute bereits von signifikanten potenziellen Verlusten gesprochen. Die UBS ist ebenfalls betroffen, allerdings ist hier der Kurs nicht so stark im Minus. Weitere Verlierer sind heute noch ABB und Givaudan. Allerdings ist hier der Grund schlicht und einfach der Dividendenabschlag. Wäre das nicht der Fall, dann wären die Titel ja fast unverändert bzw. im Plus. Ob die Kurse dann in dieser Woche weiter zulegen können, das machen Marktteilnehmer hauptsächlich von den Konjunkturdaten abhängig. Hier werden mehrheitlich am Mittwoch und Donnerstag viele Daten gemeldet aus China und Amerika. Und angesichts des erreichten Kursniveaus wäre es aber auch nicht verwunderlich, wenn in dieser verkürzten Woche nun eben eine Pause eingelegt werden würde. Am Karfreitag wird ja nicht gehandelt und daher wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon mal ein schönes Osterfest und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Marktupdate.